Samen. 100 Samen. Ah, die kann. Ja, hallo, heute reden wir mal über diese tollen Haargummis hier. Die heißen wohl original Invisi Bobble. Aber die gibt es bei DM oder bei Rossmann auch unter einem anderen Namen und vielleicht auch ein bisschen günstiger. Und das sind Haargummis, die aussehen wie so ein altes Telefonkabel aus Plastik. Und ich hab die mal von meiner ehemaligen Chefin empfohlen bekommen. Und die hat blonde Haare und glatte Haare und meinte, ach, diese Haargummis sind aber total toll. Ich so, hä, da bleiben meine Haare doch voll drin hängen. Und das habe ich auch immer gedacht, weil ich dachte, ja, wie soll man das denn jetzt für lockige Haare nehmen? Jetzt ist das halt wie ein Telefonkabel, wo dann auch noch die einzelnen Haare, reißt man sich noch aus und so, aber du hast mich überzeugt, Esther. Ja, benutzt doch mal mit deinen Haaren. Ich habe heute keinen Zopftag. Ja, pass mal auf. Und zwar ist das halt viel besser als ein normales Haargummi, weil die Haare halt gar nicht so eingeklemmt werden. Also ich habe immer das Problem, auch jetzt wegen Kopfschmerzen und so, dass meine Haare halt quasi zu eng am Kopf anliegen. Und hier, wenn das drin ist, halt mega angenehm und man kann halt verschiedene Frisuren damit machen. Man kann zum Beispiel das auch nur einmal nehmen. Dann macht man das nur einmal rein und wenn ihr zum Beispiel ein bisschen mehr Krause habt als ich, so wie die Esther, dann kann man sich halt auch echt tolle Frisuren machen. Die sind wie gesagt aus Plastik oder? Okay, ich weiß jetzt auch nicht genau. Auf jeden Fall sind sie nicht aus Baumwolle oder aus so einem herkömmlichen Haargummimaterial, was ja leicht in unseren Haaren hängen bleiben kann. Das finde ich richtig gut. Es gibt aber auch hier so eine Variante, Nahaufnahme folgt. Die sind dann, zum Beispiel gibt es die bei Primark oder so. Die sind schon so ein bisschen mit Stoff und mit Baumwolle. Und die, die bleiben dann hier, sieht man es nämlich auch schön, bleiben an meine Haare bleiben daran hängen. Und deshalb finde ich die irgendwie nicht so gut. Also da muss man schon aufpassen, welche man nimmt. Die sind auch irgendwie dicker und maschiger. Ja, genau. Die sind auch dann, wir wollen ja die Haare schützen. Ne? Das war ja so das Ding immer mit Haargummis, dass die Haare dann zu eng oder zu viel gezogen werden, zu viel gestretcht werden. Mhm. Mit so einem Stoff, man merkt auch direkt, das liegt enger an und zieht halt mehr. Und wenn man das rausnimmt, dann merkt man direkt, es geht halt los. Und dann sind halt echt jetzt von mir hier schon irgendwie die 10 Haare drin. Ja, krass. Der Vorteil an diesen Haargummis, also an denen ohne Baumwollbeschichtung, ist einfach, dass wenn du dir einen Zopf machst mit deinen Locken oder so und dann nimmst du das Haargummi raus, dann entsteht da nicht immer dieser Abdruck. Ja, das kennst du ja, wenn du deine Haargummi, wenn du die ganze Zeit einen Zopf machst und dann nimmst du irgendwann am Ende des Tages das Haargummi raus, hast du hier so einen Knick in der Optik oder einen Knick in der Frisur. Und das passiert halt bei mir mit diesen Haargummis nicht. Die eignen sich auch, wenn du zum Schlafen diese Pineapple-Frisur machst, also einfach so einen Zopf so nach oben und dann am nächsten Tag, wenn du dann trotzdem schöne Locken haben willst, dann funktioniert es mit den Haargummis einfach super. Das sind Wunderdinger, würde ich sagen. Für glatte Haare und für Locken und für krause Haare, also für alles. Total. Und die gehen auch nicht kaputt, weil die extrem strapazierfähig und elastisch sind. Das ist auch noch total der Unterschied zu normalen Haargummis, würde ich sagen. Genau. Also, könnt ihr euch besorgen, können wir empfehlen. Mehr dazu gibt es auf krauselocken.de. Ja. Keep it kraus. Keep it kraus. Abonniert unseren YouTube-Channel, liked uns bei Facebook, folgt uns bei Instagram und besucht krauselocke.de. Keep it kraus.